habe gerade gedacht, da hinten fliegt ein Baum, aber das ist einfach nur sehr weißer Sand. Also, Quizfrage. Was hat es gerade bewirkt, dass ich das gemacht habe? Einzig und allein von den Positionen, wie die Schalter auf dieser Zeichnung aufgezeichnet wurden. Müsste es... Wo bin ich? Da bin ich. Müsste es hier so sein. Plus, minus. Nein. Oh mein Gott. Warte, kurze Idee. Leuchtet es im Keller auf der anderen Seite? Da haben wir jetzt den Zugang auf den unteren Bereich des Hauses. Ja, ich glaube, das ist ein fettes Nein. Zumindest nicht, solange wir den Schlüssel haben. Wenn man noch das Ding... Wir dürfen nicht vergessen, wir können auch in unserem Inventar mit Sachen interagieren. Aber ich kann nicht zwei Sachen miteinander verbinden. Ne? Nee, also das scheint noch nicht zu gehen. Das heißt noch nicht, vielleicht geht das auch nie, aber... Ne? Ich muss leider zugeben, von allen Sachen, die ich dachte, die passiert sind, ist nichts davon passiert. Auch diese Tür ist nach wie vor nicht auf. Ja, ne? Findet heraus, also wenn das hier funktionieren würde und das leuchtet da durch, dann maybe actually von der anderen Seite. Also dass es auf der anderen Seite gerade leuchtet, hinter der Tür. Aber auch selbst das halte ich für eher hart Kopium. Hat es den Mittelteil hier geöffnet? Ja, hat es. Okay, actually, das passt sogar. Was ist das? Ich kann es drücken. Sechs Tasten. Eventuell einsetzbar. Sieht ein bisschen aus wie ein... Keine Ahnung. Ich will ja nicht, ne? Ich will ja jetzt nicht negativ auffallen, aber hear me out. Der einzige Schraubenschlüssel, wenn man das Schraubenschlüssel nennen sollte, ist der da. Das ist der einzige, den du brauchst. Alle anderen kannst du damit auch machen. Das vergessen Spiele immer ganz gerne. Wenn du Kreuzschraubendreher und Schlitzschraubendreher hast, lo and behold, mit ein bisschen Kraftaufwand kannst du einen Kreuzschlitz auch aufmachen mit einem normalen Schlitzschraubendreher. Ist nicht dafür gemacht, aber geht weitaus besser, als mit einem Kreuzschraubendreher den Schlitz zu versuchen. Just saying. It's not impossible. You can do it. Interestingly,
Ah, ich glaube, da möchte mir das Spiel sagen, damit kann ich interagieren im Inventar. Ich hab's von hier und das sieht auch metallisch ungefähr so aus. Scheint allerdings nicht wirklich was zu machen. Also haben wir, ja, cool, aber gerade noch nicht verwendbar für uns. Wir haben alle unsere Items mitgenommen. Ich habe das Gefühl, in dem Bereich wird es erstmal nicht mehr was geben, was wir noch groß interagieren können. Checken wir mal den Rest ab. Nein, ich kann nicht da hinten lang. Ehrlich gesagt, wüsste ich auch gar nicht, warum ich das wollen würde, aber ist erstmal ein Fakt, dass wir es nicht können. Von hier sind wir hergekommen. Und ich habe gerade ganz kurz gedacht, eventuell kann man das da drauflegen, aber nein, nicht mal ansatzweise. Nicht wirklich, nein. Kein Durchkommen in die Richtung. Da ist auch nichts mit Durchkommen. Und hier war eine zu. Tür? Stein? Such dir aus. Beides wieder richtig. Und hier war einfach nur eine geschlossene Tür. Die ist auf der anderen Seite von. Kennen wir nicht. Okay. Amazing. Hilft uns absolut nicht. Ich suche gerade nach so Brass. Was heißt Brass nochmal auf Deutsch? Das Metall, aus dem das hier ist. Dieses nicht goldene. Was ist Brass auf Deutsch? Messing! Ich suche gerade nach Konstruktionen, die halt aus Messing bestehen, um irgendwie zu gucken, damit was machen zu können. Also ich meine, wir haben noch nicht so viele Gebiete, wo man hingehen kann. Das sieht jetzt eher schlecht aus. Also ich kann das hier da reinhängen oder so. Ja, das ist einfach nur zum Zeigen, ja, das geht. Aber mehr zeigt es uns auch nicht. Und interestingly dürfen wir das hier gar nicht mehr mitnehmen. Okay. I am intrigued. Das sieht ein bisschen so aus, als ob es leuchten würde, aber nein. Haben wir gesehen, was die Sachen anlockt? Nee, ne? Irgendwo? Ich meine, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir gerade irgend so einen Schalter betätigt haben, um was zu anlocken. Du warst das Letzte, was wir kennen. Und du sagst mir das da. Was. Obviously, das Lighthouse ist. Aber ansonsten kann ich mit diesem Ding hier nicht weiter interagieren. Oh. Ah, oh mein Gott. Das habe ich mittlerweile schon wieder komplett vergessen. Cool, jetzt sind wir ein Item los und haben
keinen Profit gemacht. Wir haben aber nicht mal ansatzweise was, was hier reinpassen würde. Nicht mal ansatzweise. Okay, also wir sind ein Itemteil los und haben nichts in Return bekommen dafür. Cool, die Kiste dürften wir wieder zumachen. Ah, genau. Das wollte ich noch machen. Kann ich eigentlich... Warte mal. Ein bisschen Ordnung in den Notizen halten. Nope, das ist nicht mit dabei gewesen bei meiner Öffnungseskapade. Und das Ding hier ist auch immer noch nach wie vor nix. Ah, okay, wir können uns wahrscheinlich eine Schachtel Wasser holen. Hallo? Okay, doch. Ich war gerade leicht verwirrt. Aber es hat wahrscheinlich einfach das Ding priorisiert. Ja, es ist das Offensichtliche. Hallo? Hä? Warum nicht mitnehmen? Brudi? Die Fische beißen bei... Okay. Warte ich jetzt einfach oder gehe ich jetzt einfach davon aus, dass Spiellogik diktiert, dass da ein Fisch drin ist? Cool. Kann ich dich da als dauerhafte Energy Source mitnehmen? Ich habe einen Elektrofisch. Das ist an sich schon mal ganz cool. Davon ausgehend, dass ich eigentlich sterben müsste, wenn ich das Ding in einem Metal Cage mit mir rumtrage. Aber hey. Who am I? Jaden hat sich eine Pizza gemacht. Eine brillante Idee. Hätte ich auch gerne, aber wir haben leider nichts mehr. Zumindest nicht Pizza-artiges. Aber ich hätte jetzt schon Bock auf eine. Na, vielleicht ein andermal. Okay, wir können uns jetzt eine grüne, probably, können wir den hier machen? Nein. Nein, können wir nicht. Nee. Okay, das geht also nicht. Idee wäre, Dingens hier hinstellen. Ja. Nehmen wir den Fisch jetzt zum Amplifieren. Basically. Okay, wir haben nur den Fisch. Ah. Okay. Also basically, wir können nicht lang genug mit dem Motor Gas geben, aber dieser kleine Wichsfisch, der kriegt das ohne Probleme hin. Absolut nur Probleme für den kleinen Jungen. Ich nenne ihn Gustav.
Aber interessante Frage, die das Spiel noch nicht beantwortet hat. Was passiert, wenn... Bist du warm? Nein. Was passiert, wenn blauer Kristall auf blauen Kristall scheint? Oh, interestingly, es ist nicht so sehr fokussiert wie die orangene Variante. Ja, die orangene Variante ist Pinpoint und das Ding hier ist weitaus größer. Like, holy shit. Also wir vermerken erstmal, dass das geht und verpissen uns. Weil warm scheint keins von den beiden Sachen zu sein. Und der Fisch ist jetzt auch weg. Jetzt haben wir nur noch zwei Laternen. Which, don't get me wrong, ist cool. Dann gehen wir doch nochmal zurück zu der Idee, das Licht geht da rein. Und ich kann jetzt im unteren Raum was lesen. Gerade ein bisschen Try and Error, aber ich habe keinen hundertprozentigen Plan, was das Spiel gerade möchte. Sieht nicht so aus, nein. Aber wir sollten mit der Laterne einfach mal ein bisschen durch die Gegend laufen, weil theoretisch gesehen, wenn es wirklich nur quasi von dem UV-Licht ausgehend ist, müssten wir jetzt hier in dem Raum die Wand lesen können, ohne dass wir auf den Kristall drauf scheinen. Das ist richtig, okay. Das heißt, wir können potentially einfach Sachen lesen, indem wir in der Nähe davon sind. Wir merken uns, dass wir mit dem Fisch eventuell noch was machen können. Mhm. Where are the secrets? Dem Raum hier will ich noch irgendwas machen. Es erscheint mir irgendwie dumm, dass in dem Raum hier nichts ist. Nope. Tja. Also ja, wir leuchten. It's cool. No, no, don't get me wrong. Wir leuchten? Insane. Aber why? Offensichtlich, damit wir was lesen können. Was in dieser unsichtbaren Schrift geschrieben ist. But where? Das where ist ein Problem. An der Bedientafel von dem Ding würde das keinen Sinn machen. Alles klar. Okay. You know? That's pretty okay. I like this one. Okay, wir sollten uns auch merken, wo wir solche Sachen finden. Ich denke, ich habe es richtig eingegeben.
Also, vielleicht brauchen wir da noch was anderes. Interesting. Dreieck%, komisches F und whatever. Auch sehr interessant, aber auch hier wieder nicht hilfreich. Wo habe ich noch blaue Kristalle gesehen? Und ich weiß, ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber da oben. Und ich meine, klar, von allen Sachen macht das am meisten Sinn. Aber auch hier muss ich wieder sagen, kann jede Richtung richtig sein. Oder keine. Ich meine, wir haben fokussiert. Ich meine, es war klar, dass ich damit was machen kann, aber like, what in fuck's name am I searching for? Ne? Gut. Gib. Soll ich das einfach so anordnen? Oder würde keinen Sinn machen? Außer wir haben gleich Gugu Gaga Magic. Was? Das bekomme ich als Ansicht? Garbage. Ja. Schwer zu sagen, wie es das Spiel jetzt haben möchte. Das kann man natürlich auf unendlich viele Arten jetzt auslegen. Actually, okay. Nice. Ich frage mich, ob man die Vierer-Funktion überall hätte nutzen können oder ob das an der Stelle sein musste. We will never know. The Key to Success by William Morton. What the fuck? Ah ja. Gotcha. It's time you learn the truth about this island. As you probably noticed by now, this world has no day-night cycle, nor weather changes at all. In fact, the whole concept of time has a different meaning in this place. For one who stays in this world, the relative time in other worlds appears static or fixed. This incredibly powerful phenomenon also prevents the aging of living tissue. When I realized this, I was eager to find out what kind of eternal source gives Quirin this extraordinary power. It made me forget the task I originally came here for, the archaeological exploration of the Dalmerian
Alien City has become irrelevant. Tempus rerum imperator. Kontrolle über Zeit. Oder so ähnlich. Wait. Hätte ja sein können. Aber schade, dann ist die Theorie mit von der anderen Seite leuchtet was rein absolut falsch. What is in that side? Das heißt, wir bräuchten dann noch eine andere Art an anleuchtendem Ding. So, ist jetzt Zeit für den neuen Raum? Okay, also doch alle auf dem Weg. Okay. The North Shore. Okay. Kiste. Oh. Doppelt verschlossen. Was ist da drin? Unterhosen? Disgusting. Ist das Erz? Material. This shore is special to me. The physical work I used to do here helped me calm my restless mind. Besides preventing the natural decline of organisms, the phenomenon also eliminates any need of nutrition. This means that despite the dry weather, the trees and bushes around here could easily be millions of years old. As I realize that time is no longer an obstacle, I had the opportunity to learn and perfect all of my artisan skills. This is the very place where I became a craftsman. After mastering blacksmithing and carpentry, I started to practice more advanced mechanical engineering. Wisst ihr, wie Gehirne funktionieren? Wenn eure Zellen nicht mehr absterben und sich erneuern können, Fragezeichen durch das Phänomen, dürftest du bei Theory nichts lernen? Und ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du dich einmal geschnitten hast, weil was heilt sich? Deine Zellen erneuern sich, das heißt, die brauchen eine Art von reproduktiven Cycle. Ansonsten, where does the material come from? Aber ich weiß, we have here have some degrees of magic. Kann ich was reinlegen? Gotcha. Na, close enough. Actually. Kann noch bearbeiten. Ich dachte gerade so, what? Ich darf nur eine Zeile schreiben. Was ist denn das? Ich sehe mein Dingens nicht, wenn ich was machen will. Mein Mauscursor. Alter! Ein bisschen nervig. Dass es manchmal nicht will, wie ich das gerne möchte. Ein Grindstone. Amazing. Mit der kleinsten Handle available.
Ja, okay, man könnte hochspringen, aber es ist schon sehr gefährlich, dass man runterfallen würde. Also gar kein Problem. Wir nehmen uns einfach ein bisschen Astzeug ab. Nein. Öl? Fragezeichen. Wahrscheinlich, wenn hier Eisen gebrannt wurde. Zum Abschrecken. Naja, die Tür für den Workshop-Bereich. Aus Gründen eines fehlenden Satzbaus. Nenne ich es jetzt einfach mal so. Ah ja, und du killst mich, wenn ich hier durchlaufe. Nee. Ah ja. Nicht mal ansatzweise. Oh ja, aus den Kristallen coole Sachen schnitzen. Oder feilen in dem Fall, Entschuldigung. Wenn jemanden auf den Fuß treten. Ah, yes. Boat. Funktioniert nicht mit Lichtern. Hätte mich auch gewundert. Ich sag mal, wie es ist. Das hier könnte man Brute forcen. Aber wir machen es mal nicht. Ne, also die paar Kombinationen will ich jetzt. Das ist schnell gemacht. 16 Stück, du kriegst auch gerade noch so hin. Ohne deinen Verstand dabei zu verlieren. Das war zu. Ja. Wir haben bisher mit Ausnahme von dem Ding kein Intel bekommen, aber ich wüsste nicht mal, was ich mit dem Intel machen will, weil. Ne? Don't get me wrong, das ist cool, aber ich habe nicht das Gefühl, als. Obwohl, das ist eine 50-50-Chance, jedes Mal hochzukommen und es ist jedes Mal dasselbe. Vielleicht ist es wirklich gewollt, dass du das Brute-Forcen tust. Fühlt sich ein bisschen komisch an, bin ich ehrlich. Aber okay. Okay, ist es das Offensichtliche? Okay, hilft mir erstmal nicht. Dann hoffe ich, dass die zweite Möglichkeit zum Brute-Forcen hier nicht ebenfalls gewollt ist. Weil das wäre auch irgendwie. Ne? Den habe ich nicht gesehen. Ist hier die Lösung drauf? Nee, ne? Ich hab gedacht, vielleicht hat er die innere Abteilung davon geschnitzt aus den Dingern. Wir lassen den Kopf mal noch da liegen, auch wenn, wie gesagt, das wäre eine Sache, die man brute-forcen könnte. Ein bisschen weiter weg. So. Was haben wir Schönes? Wir haben eine Handle.
und that's it. I mean, don't get me wrong, das könnte man mit dem Skull interpretieren. I'm not sure though. Kann es sein, dass der Skull, je nachdem wie er ausgerichtet ist, verschiedene Sachen interagieren lässt? Also das kann ich nicht mal da eingeben. Muss ich versuchen, das Ergebnis von den Dingern mit hier 2 zu erreichen? In which case, I have bad news, baby. That's impossible. Actually, it isn't. It is. It is. Okay. Also ja, wir können das machen. Es gibt aber nicht direkt ein Feedback as for why. Okay, eingeben und durchziehen. Interpretiere ich das so richtig? Fragezeichen? Wird links von rechts abgezogen? Weil wenn links von rechts abgezogen wird, ist das die einzige Möglichkeit wirklich, die man hat, um theoretisch gesehen jedes Symbol aufzuzeichnen. Theoretisch. Wir können einfach mal machen. Wir machen mal 1 und 4. So, wenn ich jetzt Feuer gebe, passiert absolut gar nichts. Okay, nice. Habe ich gesagt 1 und 4? 2 und 4. Kein Unterschied. Okay, es kann auch die überliegende Summe sein. Also anstatt das Negativ daraus zu bilden, dass wir die Summe daraus bilden. Also fangen wir mit dem an. Also machen wir 1 und 2. Ah ja, okay. Es ist die Summe. Dann machen wir 2 und 4. Ja, es ist das, okay. Dann nehmen wir 1 und... sorry. Also, nicht falsch. 4 und 1.
Können wir nachgucken? Ja. Und wir inputten 1 und 2. Ich muss nicht mal festlegen, von welcher Seite ich zählen möchte. Alright. Ich hab ein... Wie heißen die Dinger? So eine Aufziehfeder oder so ähnlich heißen die Teile? Mich schreibt gerade jemand an, Sekunde. Oh. Au. Meine Damen und Herren, Lance Reddick, der Synchronsprecher, just died. Well, that is... That could be a potential problem für mich als Destiny-Spieler und John Wick-Enthusiast. That is a big sad. Anyways, zurück zum Spiel. Wir wollen uns nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Ändert leider gerade nichts daran, dass ich nicht hundertprozentig weiß, was ich mit dieser Aufziehfeder machen soll. Also ich meine, okay, klar, ich soll das da drüben... Das ist aber nicht fürs Boot, oder? Nee, das ist nicht fürs Boot. Oh mein Gott, das ist fürs Boot. Eigentlich Spaßmodus wurde genommen. Speed. Ich hoffe sehr stark, dass sobald wir es das nächste Mal brauchen, das Boot schneller von A nach B kommt. Shipwrecked habe ich als Achievement bekommen. Oder wir nehmen einfach die nächste Tür, die wir finden. Crossing Islands. Okay. Ich meine, wir kommen literally von da wieder nach daher zurück. Das ist jetzt nicht so das Problem. Da ist sehr viel zu interagieren. Da gucken wir gleich hin. Alchemy Lab. Der Part quasi, okay. Und hier dürfte gleich... Interesting. Eigentlich müsste da drüben die kaputte Brücke sein. Ja, ist es auch. Außer wir brauen uns jetzt eine Ich-mach's-heile-Potion, wird uns die Tür nicht viel helfen. Außer wir können in eine Richtung springen. Aha. Sprachgesteuert. Hm? Was bist du? Lo and behold, eine Vase. Okay. Cool. Okay. Ich habe sowas vermutet. Muss ja irgendwas mit Ton sein.
Wir nehmen die Dinge jetzt erstmal mit, aber wir werden wahrscheinlich noch vier andere brauchen. Musikrätsel. Ich sehe es schon jetzt wieder. Yen, Tex, Ich, Frü. Gesundheit. Don't mind me. Making a little note here. Sehr gut. Das will ich haben. Zum Mitnehmen. Kiste. Hallo, Kiste. Kistenmoment. Kein Kistenmoment. Das ist potentially alles zum Mitnehmen. Ja, das ist alles. Zumindest zum Interagieren, sagen wir es so. Sind hier noch irgendwo welche von diesen Musikflaschen? Übersehe ich gerade das Offensichtliche. Gib mir das. Mehr oder weniger. Bisher hatten wir noch nicht viele Items. Jetzt haben wir sehr viele auf einmal. Kurze Inspektion von der Umgebung hier. Wurde mit Kristall geschrieben? Nein. Okay, Brief, was hast du mir zu sagen? I hope you enjoyed the ride. Unfortunately, the boat was only designed to get you here. This is the place where I dive deeper into learning about the vegetation of the island. Though herbology and chemistry were far from my original expertise, by studying the experiments, recipes, and manuscripts of the Dalmarians, I had everything I needed to master these arts. At the time, I thought the opportunity this place offered me was a blessing. I was a wanderer back then, who always enjoyed being alone. I've never been a people person. Though I was undoubtedly on my own, sometimes I had the strange feeling that someone or something was watching me. Ah ja. Ist ja beruhigend. Löffel da rein. Es überschreibt das Letzte. Es überschreibt einfach das Letzte. Okay. Cool. Und hier kann ich mir was davon abzapfen. Lass mich raten. Das ist leer. Tax wird mehrfach gebraucht, habe ich recht? Okay, einmal, okay. Aber ja, the red stuff is empty. Alright. What's that? Funny blue stuff. I like the funny blue. Schon sagen, ich glaube nicht, dass da was reinpasst. Mhm. Ah ja. Damit haben wir vier. Ich brauche wohl noch eins.
Kann ich die Dinger mitnehmen? Nein, das hätten sie ja gerade geleuchtet. Ich brauche noch eine Vase. Eine Vase, bitte. Ja, keine der Dinger kommt doppelt vor. Danke. dann würde ich sagen, einmal durchhören, weil ich habe keine Ahnung, wie die Dinger zu lesen sind. Wir können jetzt Mutmaßungen machen, wie die ablaufen, aber habe ich keinen Bock. Habe ich perfekt platziert. Geht von niedrig zu hoch. Also ganz niedrig, nicht so niedrig, höher, noch höher, ganz hoch, okay. Also die Mitte zuerst. Mitte. Das ist für mich Mitte. Dann das nicht komplett höchste, was ich dem da gegeben habe. Dann das niedrigste, also die dicke Vase. Dann das höchste, also die kleine. Und was auch immer übrig bleibt. Abwarten. Fuck, es gibt mehr. Jetzt sind es auch 6 Linien, ne? Es gibt 6 Linien, es gibt 6 von den Dingern. Aha. Also ich würde sagen, es ist clear to assume, dass an dritter Position die tiefste Vase stehen muss. Ich glaube, das ist ein absoluter No-Brainer. Dann, die höchste Vase ist auch ziemlich klar, das ist die kleine. Also die hier. So. Dann, Assumption. Das hier kann man auch noch relativ leicht raushören. Weil wir wissen, was mit Abstand der kleinste Ton ist. Also sollten wir auch den nicht ganz so klein hinbekommen. Also genau andersrum. Also wahrscheinlich das. Es muss, darf halt nicht mega tief sein. Could be oder halt das. Eine Vase ist halt. Ich versuch's mit der zuerst. Dass die quasi auf der Abteilung liegt. Ne, ich nehm die. Dass die auf der Abteilung liegt. Dann würde die hier auf der Abteilung liegen. Das heißt, die tun wir raus. Dann haben wir die. Dann ganz tief. Dann ganz hoch. Und dann medium tief nochmal, also eins mit viel Volumen.
Tja. Also die einzigen, wo ich mir sicher bin, sind die beiden. Das ist, das kann ich durchaus sagen, das sind die einzigen, wo ich mir sicher bin. Ich meine, zählt die Annahme, dass je mehr Volumen in so ein Ding reingeht, desto dumpfer es klingt? Darf ich das annehmen? Weil dann durch die zweitgrößte Vase aufs Ende, was ja quasi hier wäre, die zweitgrößte Vase vom Fassungsvolumen, dürfte das sein? Dann das drittgrößte geht an den Anfang. Schwere Entscheidung. Dann überspringen wir eins und dann das zweitkleinste geht an die Position. Absolut fucking piss. Hat das mehr Volumen? Solche Hördinger-Puzzle, ne, sind immer sehr, sehr funny. Du, 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 du. Oder so, genau. Für Leute, die Musik studiert haben, wahrscheinlich war das besser. Für mich war es Trend Error. Ah, okay. Da kann ich es leer machen. Ich verstehe halt nicht, wenn der sagt, dass Pflanzen und so ebenfalls im Stillstand sind, dann dürfte nichts wachsen. Versteht ihr, was ich meine? Das widerspricht sich so ein bisschen. What the fuck? Ah, hier so ein Teegrabber. Oder wie immer die Dinger heißen.